Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City War Beyond. Heute mal etwas kürzer gehalten und mit dabei ist der Wogon. Hallo. Da muss ich noch mal ganz kurz diese Aufnahmezeit. Also der Silox wird mir jetzt einfach kurz helfen, da ich in der letzten Folge gestorben bin. Und die Betten umgebaut worden. Jetzt bin ich einfach am Anfang. Richtig, richtig. Und durch diesen Bug habe ich kein Essen und wird verhungern. Und das wird es einfach nicht machen. Keinen Sinn machen, wenn jetzt Wogon aufnehmen würde. Deswegen werde ich ihn jetzt kurz abholen. Hier ein paar Ofenkartoffeln. Bei mir ist die genau. Ich habe einen Screenshot einfach gemacht kurz. Ja, okay. Kannst mir einen Skype oder so schicken kurz. Dann habe ich den nebenbei offen haben. Ist es gerade Nacht? Nee, ist es nicht. Okay, kurz müssen sie wieder die FPS fangen. Oh, ich habe auch relativ viel Hunger. Ui, und es leckt mal nicht. Wow. Wie hat's also, in letzter Zeit einfach überall geleckt oder was? Ja, also ich bin ständig irgendwie zurückgeportet worden oder so. Das war grausamst. So, okay. Dann hauen wir die Koordinaten auf den Tisch. Ist auch gerade da. Minus 900. Minus 900, das heißt, das müsste ja in die Richtung sein. Ach ja, da hinten beim Totenwald. Und die Z? 1000. 1000, das heißt, es geht sogar eigentlich relativ. So weit ist es gar nicht mal. Ja, okay. Ich habe da ja auch einmal Koloss war das, glaube ich, abgeholt. Ja, richtig. Und da bin ich, glaube ich, auch dann letztes Mal gespawnt, bevor wir die Betten gesetzt haben. Wir haben eine Quest erhalten bei unserer Stadt, so eine Nachricht ist da. Ach, wie beim letzten? Ja, genau. Ist da dann auch immer so eine, ja, genau. Belohnungen? Ich weiß es nicht. Ist einfach nur eine Quest erstmal. Okay, ich bin schon mal im Totenwald. Also ich bin so ein abgestorbenes Ding. Ja, sag an, wenn du da so in der Nähe bist. Minus 900 und minus 1000, ne? Ja. Oh, es wird Nacht, das ist nicht gut. Naja, egal. Ja, also von meinen Sachen her, da war eigentlich auch nichts Wichtiges dabei, bis auf die Hexagel-Essenzen da. Ja. Ich hatte ja nur Eisensachen sonst. Weil dann hätten wir die Hexagel-Essenzen auch, hätte ich mir fast ein zweites Teil schon machen können oder irgendwer anders hätte diesen Teil machen können. An Gears sind wir momentan noch nicht weiter, aber ich bin fast da. Ich bin jetzt bei 750 etwa. Problematik ist halt nur, dass Nacht ist. Ja, 1000 bist du schon? 1065. Also ein bisschen weiter in die Richtung. Ja, war auch nur so ungefähr gesagt. Ja, ja. Das war ein bisschen höher als 1000 und ein bisschen weniger als minus 900. Okay. Irgend 890 oder so. Ja, du bist bei diesem Berg, ne? Hier ist auch irgendwie Licht vorne. Ich bin auch ein bisschen weiter oben. Hier ist auch Licht. Ach, das ist das Wasser. Oh, bist shit. Ich bin bei... Ja. Nein, meine Tastatur buggt. LOL. LOL. Ja. Ach, Mano. Geht wieder, oder? Nee, gerade nicht. Ich werde von zwei Skeletten angegriffen. Die mich übelst gerade weghitten. Log dich kurz aus und fix deine Tastatur oder so. Ja, jetzt geht's ja. Ich kann jetzt wieder mich bewegen, aber ich bin jetzt halbes Leben. So. Oh mein Gott, hey. Oh nee, jetzt hat mich. Ich bin bei 2,5 Herzen. Scheiße. Ich sterb nicht. Ich baue mich kurz ein. Oh Gott, nee, ich bin schon wieder im Wasser gelandet. Ach scheißegal, ich baue mich jetzt bist hier. Bist du sicher? Ich bin im Wasser. Ich buddel mich jetzt hier ein. So, okay, ich habe mich eingebaut. Seid ihr ausrüstungsmäßig eigentlich schon weitergekommen? Oder immer noch bei Eisen? Wir sind immer noch bei Eisen, ja. Ja. Oh mein Gott. 3 Herzen, ey. Dann warte ich jetzt hier kurz ab, ne? Ja. Boah! Ich bin dann im Wasser gespawnt, dann kam das erste Skelett. Ich hatte blöderweise nur 2 Pfeile für meinen Power 1-Bogen. Dann krieg ich das Skelett nicht mehr und dann kam ein zweites. Dann haben die mich abwechselnd weggeschossen. Und ich kam einfach nicht richtig ran. Puh. Das ging bei der Tastatur erst nicht? Die hat mich einfach schon nach links gezogen, so dass ich ins Wasser gefallen bin. Achso. Und die hat einfach plötzlich sich nach links bewegt, so, joa. Aber ich habe was mit der Ars Magica gemacht. Ich habe diese Enzyklopädie gemacht oder gecraftet. Was bringt die? Ich glaube, die bringt die Rezepte, die wir für die Ars Magica braucht. Soweit ich weiß. Irgendwie sowas. Achso. Okay, ich weiß halt nicht, ob die Skelette jetzt über mir sind. Und wie lange es jetzt dauert, bis es Tag ist. Ah ne, C war das. Ich muss mal ganz so meine Hotkeys so ein bisschen sortieren. Y, E. So, okay. Ich glaube, die Viecher sind auch direkt über mir. Also ich stehe auf jeden Fall so am Rand vom Berg bei minus 892 ja. Und 1054. Ich habe jetzt ja auch keinerlei Sachen für dich dabei. Naja, Essen reicht. Ja, habe ich schon. 46 Ofenkartoffeln mit dabei. Ich check mal ganz kurz ab. Ist immer noch, ne? Okay. Respawn darf man ja eigentlich sofort drücken, wenn man stirbt, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, da habe ich letztes Mal nicht dran gedacht.
Ja, okay, passiert. Also ich höre ein Skelett über mir. Hä? Und es ist noch Nacht. Scheiße. Ja, klettert eins über mir rum. War halt so typisch. Ich kann mir immer schon mal einen hochbauen. Muss halt erstmal abwarten, bis es Tag ist und die Viecher verbrennen. Für die Folge haben halt doch nicht so viel gemacht. Aber die Viecher haben ja eben halt ordentlich eins drauf gedonnert. War bei euch eigentlich auch irgendein Event, als ihr in die Hölle reingegangen seid? Nein. Ich habe es ganz auch. Hier kam dann ein Event, dann kamen Pikmin und Spinner gestorben. Ich habe das auch rumexperimentiert, ob die Pikmins im Modpack aggressiv sind. Nein, Thunderfall macht die aggressiv. Also es ist nicht deine Schuld oder so, dass das passiert ist. Es war eben dieses Event. Da war auch wirklich perfektes Timing. Ich hätte in die Hölle gehen sollen. Ich wollte mich da umgucken. Nö, war ja auch in Ordnung. Wir wären sowieso demnächst in die Hölle gegangen. Wir brauchen eben halt Blazes und so für Tränke. Aber jetzt habe ich einen tot. Ja, klar. Gut, kannst du aber nichts für. War nicht deine Schuld. Wie läuft's gerade? Bist du unterwegs? Nee, ist immer noch Nacht. Bin gerade mal bei Hälfte der Nacht. Und diese Skelette sind halt, glaube ich, immer noch da. Aber ich bin voll korrekt, egal. Ah, Gott, da hinten sitze. Denkst du, wie die Sonne rauskommen? Weil im Wasser greife ich die sicher nicht an. Ich umgehe die jetzt. Ja. Weil im Wasser habe ich gegen die einfach den ultimativen Nachteil. Da habe ich... Ja, Alter, was ist... Ich werde ständig vom Blitz getroffen! Blitz? Ja, keine Ahnung, irgendwie was explodiert oder sind das Explosionsfeile? Irgendwas erwischt mich, ich brenne und habe immer anderthalb Herzen oder so weniger. Das war, okay. Das hat aber irgendwie, ich weiß nicht mehr, was war Standard-Skills, glaube ich. Als ich vorne raufgegangen bin, war auch irgendein Shadow-Event oder so. Leute, der hat einen verzauberten Bogen, gib ihn her. Ach, Mano, hat er nicht gedroppt, schade. Ich bewege mich gerade allerdings vor deinen... Oh, nee. Doch, jetzt... Ich weiß es gar nicht. So, jetzt bewege ich mich mal wieder zu deinen Koordinaten hin. Oh, da ist noch ein Skelett. Komm her, du. Ja, das ist aber zu hinten beim Schwert. So. Also. Wo gehen denn jetzt die. So, jetzt müsste ich eigentlich gar nicht da sein. Also, ich bin jetzt bei minus 800 etwa. Bist du so verbrannt vom Berg? Ich bin verbrannt. Ich brenne. Ich brenne. Moment. Drecksvieh. Aber alles gut. Minus. Oh Mann! Was ist denn das? Schon wieder Blitz! Ja, ich bin zwar in der Nähe vom Berg, ich bin zwar 830 und 1040, also du könntest dich jetzt, glaube ich, theoretisch einloggen. Geh lieber erstmal nah ran, ich habe nur Hälfte Leben. Ja, okay, warte. Hier sind so viele Skelette einfach. Abnormal. Sind am Berg Skelette? Nicht, dass ich mich einlogge und dann ist da ein Viech vor mir. Ich sehe einen Grabstein hier. Hier steht ein Grabstein. Also ich bin jetzt beim Wasserberg, oben auf dem Berg sehe ich auf jeden Fall ein Skelett, aber das scheint, Alter, hier sind einfach so viele Skelette in der Nähe. Ich bin auf Höhe 95, also ich bin recht weit oben. Ja, normal bin ich jetzt 64. Also bis 30 Blöcke dann über mir. Meinst jetzt, du, soll mich einloggen? Ich glaube, du könntest dich jetzt. Also ich bin jetzt bei 865 und 1000 irgendwas. Aber da ist jetzt, ich habe jetzt kaum was dabei. Okay, ich versuch's. Sonst muss halt irgendwie runterkommen. Wogon joined the game. Ich bin jetzt hier in der Nähe vom Wasser. Warte mal, ich schwimme ganz viel zurück. Jetzt siehst du mich so dann. Am Rand. Kann man, ja, seh dich. Okay. Ach, ich seh dich da oben. Weiter rechts von dir, ja. Ja, gut, komm runter. Warte. Da liegt ganz viel. Okay, danke, dass du mich abgeholt hast. Kein Ding. Müssen wir halt nur aufpassen. Hast du ein zweites Schwert? Nee, nicht. Aber ich könnte höchstens eine Steinspitzhacke geben. Ja, sonst lass irgendwie über die Bäume gehen. Ja. Ich bin nicht so schnell. Hä? Hat sich gerade irgendwie schneller angefühlt als normal. Ja, okay. Muss halt sagen, wenn irgendwas ist, ne? Ja, so ungefähr. Also wir waren bei minus 500 und 1100 etwa. Muss halt sagen, wenn irgendwas da ist, dann muss ich das wegklatschen. Ja. Ja, auf den Bäumen ist das ja meistens sicher. Ja. Ich habe ein Sharpness 2 Schwert. Also das Skelett ist meistens Two-Hit. Ich hab nur kein krasser Jump-and-Run-Typ, also ich spring einfach mal nicht ganz so clever. So, zack. Ich höre irgendwas unter mir, was knurrt. Ah ja, da waren so ein paar Viecher mit einem Rucksack auf dem Rücken. Ach, die Viecher. Die sehen auch aus wie so Skelette, ne? So Totengräber-mäßig. Mhm. Ah, eklige Viecher. Aber wir hatten irgendwie so... Ich weiß nicht, was das genau... Oh, der hat einen Bogen, der Typ. Aber ist unten, ne? Ja. Okay. Aber hier ist ein schwieriger Sprung. Na, okay, warte. Nee, spring nicht. Wenn er so ging. Sonst, Nee, ich hab erst nur den Sprung hier gesehen. Sonst würde ich einen Baum... komm, ich baue mich einfach rüber. Ich bin so faul jetzt dazu. Ja. Ich habe halt genug Steine. Oh, fuck. Was denn? Bist du runter? Nix, ich komm wieder hoch. Okay. Da vorne kommt halt nur der große Wald, also mit den großen Bäumen. Oh ja. Dann bauen wir uns da hoch, dann gebe ich die Blöcke und dann stacken wir uns da hoch. Ich hör irgendwas hat gerade geschossen. Ja, ein Skelett. Ich hab's auch unter uns klettern gehört.
Aber es ist unter uns. Wenn du irgendwie noch Essen brauchst oder so, dann musst du Bescheid sagen, ne? Naja, das reicht locker. Also unten sind auf jeden Fall Creeper und alles. So, warte. Wir wollen uns hier hochbauen, ansonsten? Sich hier hochbauen? Ja, sonst würde ich einen Weg bauen. Okay, aber so scheint es auch zu gehen. Okay, es wird doch morgen, also es wird jetzt wieder gleich etwas entspannter. Ja, da unten ist ein Creeper. Oh. Ja, hier kann man sich schlecht fortbewegen. Ja. Wollen wir da runter ins Wasser springen? Im Wasser sind wir eigentlich relativ schutzlos, ne? Aber da vorne, weiter geradeaus, sind keine Gegner. Ja, stimmt. Ich probier's. Ist okay. Ah, da ist nur ein Creeper hinten. Eine Spinne. Oh, pass auf. Easy. Spinne tot. Creeper. Hier ist nur ein Enderman. Creeper fast weak. Creeper down. Und hier ist ein Enderman, sonst nichts. Gut. Gehen wir mal an dem vorbei. Okay, ich weiß wieder, wo wir einigermaßen sind. Unten ist noch ein Enderman und zwei Creeper. Und der Enderman ist verzaubert. Der hat verzaubert. Nicht angucken. Also der ist OP. Achso. Ich nenne die immer verzaubert, weil sie eben diesen Verzauberungseffekt haben, ne? Also diese Tränke-Dinge. Ne, ich dachte, du meinst erst irgendwie, du hast den angeguckt, oder? Nee. Dann hätte ich gesagt, der wäre aggro. Lol, was ist das da unten für Viecher? Im Wasser? Das sind nicht Tintenfische? Und nee, Rochen sind Rochen, Viecher. Genau. So, wir müssen jetzt eigentlich... Ja genau, wir sind hier bei uns. Wunderbar. Ja. Oh, was hier passiert? Ogre. Fürchte ich. Okay. Der hat uns auch hier die komplette Hausmauer eingerissen. Erstmal... Ja, jetzt kannst du hier irgendein Zimmer suchen. Also das ist meins. Das ist voll das. Und dann nimmst du das zum Beispiel. Ich kann mich nicht hinlegen. Ja, weil Tag ist. Ja. Aber hier ist auch noch genug Eisen. Hier in der Kiste ist über ein Stack Eisen. Kannst du dir also eine Rüstung von machen. Ja. Und verzaubern kannst du auch, wenn du noch was hast. Was kannte ich denn nochmal? Ich würde mir gerne nochmal eine Hose machen. Vielleicht die auf Port 1. Aber nee. Ich mache mir jetzt einen Power 2 Bogen. Ich habe jetzt endlich die Level dafür. Wo ist mein anderer Bogen? Hä? Bin ich blind? Warte mal. Bevor du dir eine Hose machst. Hast du schon. Ich hätte hier noch eine verzauberte Magic Protection. Die ich Magic? Magic, ja, also mit Magie. Okay. Wenn du die haben möchtest. Kann man jetzt eigentlich... Gibt es hier diese Verzauberungsart, wo man bestimmen kann, was drauf geht? Nee, wir sind in der 1-10. Oh, die war cool. Ja. Früher in Hexit. Ja, achso, das gibt's ja auch in Hexit. Bin ich blind? Ach nee, ich glaube, der ist in der Privatkiste, klar. Brauchst du noch einen Bogen? Ich habe noch zwei etwas beschädigte Bogen, aber die kannst du ja zusammencraften und dir einen ordentlichen draus machen, ne? Ja, geht erstmal. Ja, sonst nimm die einfach, weil ich brauch's jetzt erstmal nicht. Kannst ja auch enchanten oder so, wenn du willst. Warum habt ihr das hier nicht weitergebaut? Weiß ich nicht. Okay, Power 2 Bogen, 12 Pfeile reichen erstmal. Sind hier noch irgendwo Pfeile? Ich weiß nicht. Sonst würde ich die Hälfte von meinen abgeben. Ihr habt schöne Diamanthacke. Ja, die habe ich. Brauchen wir doch für uns Verzauberungstisch. Die kann ich momentan eigentlich nehmen. Denn dann gehe ich jetzt runter und fahre ein bisschen Obsidian. Da ist ein Enderman. Bei uns. Wo ist denn die Diamanthacke? Die ist aber nicht in der normalen Kiste. Wollen wir kurz zum Spawn? Zum Spawn? Wegen den Items gucken. Achso, in den Nether. Ja. Geh sonst auch vor, damit es für dich nicht gefährlich ist. Ja, es scheint ja auch nicht mehr zu laggen, aber da war ein Phantom am Spawn oder sowas. Irgendwie so ein schwarzes Vieh, was eben halt kaum Konsistenz hatte. Hast du eine Spitzhacke? Ja, ne? Stein habe ich jetzt zwei Stück. Brauchst du eine? Das? Hast du es gehört? Hä? Nee. Irgendwie war gerade so ein komisches Geräusch hier. Das kann vielleicht am Texture Pack liegen oder so. Achso, ja. Kann sein. Okay, dann weißt du, wo du hin musst? Etwa? Ja. Ich weiß es auch. Schon. 360, 970. Naja, ich weiß es noch so. Ich bin recht gut, wenn es um Orientierung und so geht. Ja, war ich ja in City War Nations nicht so. Jetzt inzwischen kenne ich mich auch ein bisschen besser aus. Also ich weiß, wo es zu den Städten geht und so weiter. Oh, hier ist Zuckerrohr. Lass es mal mitnehmen. Jo. Ich fahre das kurz ab. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was wir gezielt holen müssen? Momentan? Ja. Vielleicht also außer Hexical Sachen? Ja, so. Vielleicht auch Dias. Weil wir werden nie im Leben jetzt schon genug Hexical Essenzen bekommen, um für uns alle... die Hexedrüstung zu mal eben halt, damit wir uns auch auf die Rüstung oder die Schwert. Farm gehen, nächste Folge. Und die Stadtmauer. Ach, bisschen schon da, so wunderbar. Ja. Okay, dann let's go. Ich höre eine Schlange. Ah, da hinten ist eine grüne. Jetzt hoffe ich nicht, dass wieder Cinderfall oder so abgeht gleich. Hoffentlich nicht. Ich habe ein Standbild. Okay, bis jetzt ist alles gut. Ja, jetzt ist hier sind ein paar Viecher. Ich guck mal hier. Hier ist nichts. Wo bin ich? Ich bin auf irgend so einen Teil gestorben. Ja, auf so einer Plattform hier hinten, ne? Aber die war nicht weit weg. Da hinten? Eigentlich nicht. Nee, ist ein Pigman. Oh, da hinten ist ein Lava-Golem oder so. Im
Aber runter ging's eigentlich. Runter nicht. Ging's auch nicht. Hä? Ist das Ding despawned? Aber so ein Zaun mit dem Kopf kann doch nicht despawnen. Ich glaube auch nicht, ne? Weil. Es könnte sein, dass Mystery das geholt hat. Das wäre richtig scheiße. Die, ich weiß nicht. Die Folge ist ja jetzt schon on. Ja, aber ich weiß halt nicht, ob der im Nether war. Also, die meisten Folgen waren, glaube ich, mit uns hier. Ich weiß auf jeden Fall, dass er aufgenommen hat. Ja, ich auch. Also ich auch. Das weiß ich auch. Aber. Ist nicht mehr da, ne? Oh fuck, da ist ein Verzauberter. Aber ist naja, nicht da, dann. Hat das irgendwer sich geholt. Verdammt, das ist ärgerlich. Ich denke mal, dass das Mystery war. Okay, dann lass uns wieder gehen. Ja, kann gut sein. Also ich glaube, der hat eine Folge aufgenommen, wo ich ihn nicht beobachtet habe. In der einen Folge hat er mir selber danach gesagt, dass er ein Schmetterling hier in der normalen Welt unterwegs war. Okay. Ich denke, das darf man nicht. Er ist nicht geflogen. Kannst dann nochmal auf den Boden krabbeln. Aber er darf halt nicht fliegen. Na, warte, ich hab noch... Warte... Ja, und... Mein OP-Vieh. Oh, ach ja, genau. Du hast hier von. Dein OP-Vieh. Ah, oh, das ist aber nicht mehr unser Slime. Nee, jetzt sehe ich dich auch wieder. Jetzt sehe ich dich. Ich habe auch einen Slime. Einen von diesen Blue Slimes. Okay. Was habe ich denn noch? Ja, du. Der ist auf jeden Fall cool, wenn man nicht Leben verliert. Bei den ganzen kleinen Sachen hat man ja immer nur 3 Herzen okay, oder so. Ja. In Nether gibt es so eine Art Seele, irgendwie so ein. Oh fuck. Ja, verwandle dich zurück, bevor du ab. Oh, ich kann mit den schwimmen. Na, nee, nur ein bisschen. Ja, aber nicht absaufen. Ja. Ich vergesse das immer. Ja, habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Vor Ogern kannst du dich auch nicht verstecken, die reißen dir die Hauswand ein. Also, das hab ich schmerzlich mit. Die werfen mit so einen Sachen rum, oder? Nee, also mir hat er einfach, ich bin reingegangen, ne? Hab zugemacht, so von wegen, ich greife den jetzt nicht an, ich weiß ja nicht, wie stark der ist. Und am nächsten Mal hat er mir die komplette Wand eingerissen. Mitsamt Kiste. Aber die Viecher haben keine hohe Range, also die müssen Räder sehr, sehr nah ran. Und die halten auch nicht allzu viel aus, ich glaube, die hab ich mit 4 Schlägen oder so down gekriegt. Okay, hier. Ah, sehr schön gemacht, Koloss. Der hat hier die Zuckerrohrform ein bisschen verlegt. Also vorher war die hier so am Wasser. Die hat er jetzt hier hin verlegt. Das ist sehr schön. Hier könnten wir auch schon wieder abernten, ne? Theoretisch. Ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wie mache ich das jetzt am schlauesten mit Obsidian? Ich weiß, dass hier eine Höhle war, wo ich mich mal runtergebuddelt habe. Da ist Obsidian drin. Aber die war richtig relativ gefährlich. Also da bin ich jetzt bei beiden Malen, wo ich da runtergegangen bin, fast gestorben. Ja, Obsidian... Theoretisch können wir einfach hier die Höhle runtergehen und Lava findet ja man. Ja, also Moment. Findet man eigentlich überall. Ich muss noch ganz kurz den Creeper hier killen. Haben wir einen Eimer mit Wasser? Ja, hab ich. Ich habe Lava und Wassereimer dabei. Okay, dann wollen wir kurz holen? Ja, klar. Dann ich brauch für ein Chestplate, glaube ich, 4 Obsidian, ne? Für was? Für eine Chestplate brauche ich, glaube ich, 4 Obsidian, ne? 4 Obsidian, 2 Gold. 3 Obsidian. 3 4 Gold. 3 Obsidian, 4 Gold und ein Hexical Diamond. Okay, habe ich jetzt irgendwas dabei, was dafür relevant ist? Nein, habe ich nicht. Aber Moment, da müssen wir kurz hoch, wir müssen die Gierspitzhacke holen. Ach, stimmt. Da holst du kurz, ich such dann schon mal. Ja, ist okay. Ah, pass auf, ich glaub, ne? Ich hab da unten auch noch Lava. Also ich bin da mal Stripmine gegangen. Ja, ich weiß, ich muss ganz kurz suchen, ne? Wo ist denn die? Gierspitzhacke. Da. Oh, die habe ich sogar verzaubert damals. Efficiency. Also die geht noch ein bisschen, macht ein bisschen... Fixer das Ganze. Oh, ich komme wieder. Hier sind schon mal ein paar Gegner. Ja, da sind auch eine relativ hohe Anzahl an Gegnern drin. Hier runter erstmal kommen ein Creeper und explosiver. Oh fuck. Hier sind ein paar Creepers. Ah, deiner, ne? Warte, ich komme runter. Deiner war das, ne? Also der ist bei dir. Ja gut, auch sonst ist die immer auf Server, also. Warum frage ich dann deiner? Wow. Oh nein. Ja, das ist ein Skelett. Dämme? Herzen? Nein, geht's. Hab nur ein Herz verloren. Okay, sonst hätte ich dieses gleich weggeholt. Hat die ganze Zeit nicht getroffen. Ja. Ah, oh, da kommt auch noch Creeper, warte. Sagte, kann. Hast du Pfeile? Ich hab nur einen. Ich hab 12 jetzt noch. Ich hab auch einen Power 2 Bogen. Ist tot. Gibt ja auch so eine Doppelbögen und so. Doppelbögen? Ach ja, irgendwie Beine. So ein Legia-Bogen, ne? So eine Art. Nein. Genau, ich höre Lava. Ich weiß nicht genau, wie der hieß. Okay. Hier sind ein paar Lavalöcher um Ecke. Okay. Hier ist einmal Lava, da müssen wir uns dann kurz hochrudeln. Ja, aber vorsichtig, ne? Ja, warte. Ich pass mal kurz hinten das auf. Ne? Ich hab nur eine Steinspitzhacke dort, ein bisschen. Was ist das hier? Ach, das haben wir erstmal auch aus wie die hier. Oh! Kommt so runter? Pass auf. Ja, dann brauch wieder zu. Noch ein bisschen höher. Ja, immer vorsichtig, ne? Oder irgendwie dann, ich pass nach hinten auf, ne? Bisschen. Ja, so, hier. Hier, und dann müsste ich da jetzt Wasser drüber laufen lassen. Ist auch noch sicher, du kannst doch nicht ranfahren. Okay, perfekt.
So, lass mal ganz kurz reinjumpen. Pass auf nicht, dass da unten noch Lava ist. Ja, deswegen stelle ich mich da auch nicht hin, ich stelle mich doch niemals darüber. Warte, ich stelle mich mal hier auf den Stein. Ja, ich nehme hier kurz ein bisschen Eisen mit. So, 3 Stück brauchen wir. Okay, dann kann ich hoch und meine Scale-Brustpanzer machen. Hast du schon ein Stück? Du hast ja gesagt, du hast fast 2, oder? Was denn? Hast du schon einen Teil von der Scale-Brüstung? Nein, ich habe gesagt, wir hätten 2, wenn wir deine Essenzen wiederfinden würden. Okay, erstes, zweites. Soll ich dann schon mal mehr Obsidian mitnehmen, oder? Ja, ein bisschen, damit wir nicht immer wieder runter müssen. Richtig, 3. Brauchen wir Gold? Ja. Hier kannst du sonst was mitnehmen, ich habe keine Eisenspitzhacke mit. Ja, ich auch nicht, Moment, nehme ich dann gleich mit. Jetzt passt bloß auf, dass du mir nicht irgendwie reinrennst, ne? So von wegen. Halt mal nur kurz den Weg hier raus. Ja, aber die Lava... Ah, die, hier ist aber die Lava 2 tief. Oder noch mehr. Mach mal ganz kurz hier dicht, aber ich weiß, dass hier jetzt keine Lava ist. Ja. Ich geh dann schon mal, ne? Ich hab hier nichts zu tun. Ja, ist okay. Ich komm dann gleich nach, ne? Ja, du musst einfach nach rechts lang und dann findest du das. Ja. Ich nehme mal jetzt... Wie viel Obsidian soll ich mitnehmen? Ich weiß nicht. Ich hab mach jetzt, einfach irgendwie ich hab jetzt, 10 oder ja, so. Ja gut, dann nehme ich 10 mit, dann brauche ich nur 3 jetzt abfahren. Und dann komme ich wieder hoch. Ein bisschen, wir haben eigentlich sogar relativ viel Gold momentan. Braucht man Gold für irgendwas Wichtiges? Für Scale Armor braucht, glaube ich, immer Gold. Soweit ich weiß. Ja, aber halt außer Scale. Goldapfel. Goldapfel, OP-Goldapfel. Ach, stimmt. Ich musste leider letzte Folge einen verbrauchen, weil ich seltsamerweise durch irgendwas plötzlich Wither-Effekt bekommen hatte. Und ich war nicht scharf darauf, jetzt nicht irgendwas zu verrecken. Deswegen. Das war wahrscheinlich irgendeine Blume. Da gab es zumindest früher Sonne. Ja, es gibt auch ein Efeu, wenn du da durchläufst, vergiftet er dich. Das war in meiner ersten alleinigen Folge. Okay, 10 Obsidian, ich komme mal wieder zurück, ne? Jo. So. Und jetzt hier einmal komplett rum und dann hoch, ne? Einmal rechts, dann hoch, dann wieder rechts und dann links. Okay. Und der Standard Skills hat uns viel Glück, glaube ich, gewünscht. Bei City War Beyond. Oder ich weiß nicht, ob er uns geschrieben hat oder so. IQ, viel Glück allen. Ja. So, ganz nah. Genau, auf uns bezogen war das, glaube ich, nicht. Lol, die Ratte ist aggro. Ich bin jetzt im Gang, aber hier geht's hoch. Ja, die Ratte ist aggro auf mich gewesen. Die ist auf mich losgegangen. Stark, das war eine OP-Ratte. Nein, war es natürlich nicht, aber war eine OP-Ratte. Die hätte mich gewonnen, hätte sie mich erwischt. Das ist Ironie. Nee, ich hab grad was anderes. Achso. Okay, es ist Nacht, dann lass uns mal pennen gehen. Gleich. Warte, ja, dann komm ich kurz zurück. Ja, alles cool. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier die Ultramobs in unserer Stadt hätten, die uns jetzt Probleme haben. Such dann den Rest der Folge, glaube ich, noch ein bisschen nach Essenzen. Das wäre super, ja. Du bist jetzt schon bei 20 Minuten. Ja, ist egal, dann mache ich einfach eine Vollfolge hier draußen, nehme dann morgen keine auf oder so. Oder morgen eine und dann Donnerstag noch eine, dann habe ich meine Zeit für diese Woche auch erfüllt. Dann lass mal kurz schlafen und dann mache ich mir kurz die Hexe. Ja. Ach, du bist schon Tag. Ja, es reicht, wenn einer schläft. Ja, die Hälfte vergessen. Überhält. Aber dann habe ich wenigstens mal einen Spawn hier. Ja, wunderbar. Hätte so mehr Sinn gemacht. Essenzen, Obsidian, habe ich hier noch Gold drin? Nein, das habe ich in der Gemeinschaft. Das ist ein Zombie-Pferd. Oh, cool. Aber das verbrennt halt gerade. Ah, schade. Versuch trotzdem abzufarmen. Oh, alles gut? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe Feuer gehört. Irgendwie hat irgendwas Feuer geschleudert. Wo? Ich glaube, das war ein Slime-Pferd. Ich habe das Pferd getötet und da kam ein großer Slime raus. Ich höre irgendwie immer noch, dass irgendwas Feuerbälle schleudert. Ja, das ist ein verzauberter Slime. Passt auf ihn auf. Ist er tot schon, oder? Der ist hier unten im Wasser drin. Nee, sei vorsichtig, ne? Sonst soll ich... Ich den lieber nicht an. Mit meinem Zauberstäben würde das keinen Sinn machen. Der eine schießt irgendwie Feuer und das macht ja keinen Sinn. Okay, dann crafte ich jetzt ganz kurz mein Teil. Willst du denn meinen Brustpanzer haben mit Protection 2? Ja, gerne. Leg das aber dann erstmal in die Kiste. Ich suche jetzt nach Hexagel-Sachen. Ja, dann leg ich in deine Kiste. 1, 2, 3 Gold. Ein Dia. So, jetzt muss ich mir ganz wieder ein bisschen mich damit zurechtfinden. Ich weiß jetzt nicht, wie die angeordnet sind. Da musst du mir gleich nochmal sagen, ne? Okay, Hexagel Diamond war in der Mitte, ne? Ja, und dann musst du... Ja? Rechts, links und unten Obsidian und den Rest an Gold. Halt für den Brustpanzer. Achso, dann habe ich mir... Wieso habe ich mir gerade nur 3 Gold genommen? Das war ein bisschen dumm. 4, so. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und den. Und Scale Chestplate. Aber willst du die jetzt schon benutzen oder packst du die erstmal in die Kiste? Soll ich das Ding so enchanten?
Oder sagt das safe? Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, ob ich könnte jetzt, wenn ich jetzt Crap drauf bekomme, ist das scheiße, ne? Soll ich? Aber ich glaube. Soll ich riskieren? Auf Level 1 kannst du schon. Also auf Level 1, ne? Nicht. Okay, ich mach's jetzt. Protection. Ja, das nice. Gut. Das ist gut, dann packe ich das Ding erstmal bei mir holen. Ich glaube, ich bin jetzt der Erste, der sein erstes Scale-Teil hat. Ich glaube, die anderen Städte haben noch keine Scale-Teile. Was ist denn hier so das stärkste Schwert? Einfach normal Diamant, oder? Ich weiß es nicht, es gibt so viele verschiedene. Also ich glaube, Koloss hat ein Silberschwert von irgendwas gedroppt bekommen. Und was mit dem Rest ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Okay, es gibt hier nur leider nicht diese Breitschwerter. Das war Hexed Guard. Oh, das wäre so geil gewesen. Da gab es ja so spezielle Schwerter, den du blocken konntest und so. Wir haben über einen Stack Zuckerrohr. Krass. Und wir haben immer noch mehr da unten. Wo kommt denn jetzt der Obsidian-Stuff und so hin? Passt der überhaupt noch irgendwo rein? Nee, Zauberstäbe eigentlich gut. Zauberstäbe? Ja. Koloss hat sich, glaube ich, mit einmal selber abgeschossen. Das war irgendwie so ein Blizzard. Genau, Blizzard-Zepter, der mit Damage ja, Spray. Ja. Oh, Koloss ist davon sehr schnell down gegangen. Ich glaube, der war voll Iron. Okay. Also, das Ding hat mit Damage, also mittlerer Damage, Spray Fire, also Spray die ganze Zeit durch. Und places Ice Fire. Dann haben wir noch den Spectral Ball, Medium Damage Rapid Fire, das heißt, der schießt sehr, sehr schnell hintereinander und causes Fear. Ja. Hier, dann dürfen die Gegner ja wegrennen, ne? Ja, und dann einer Low Damage. Das ist der Venom Shot Scepter. Ich glaube, den hat Koloss gefunden. Der macht Low Damage, Rapid Fire, Applies Poison, Places Poison Clouds. Clouds, nicht Clouds. Das ist schon mal nicht schlecht. Das heißt, wir haben ordentliche Zauberstäbe. Okay. Ich glaube, ich sollte nicht durch dieses Biom hier gehen. Was? Mit diesen dunklen Bäumen, die so komisch sind, ohne Blätter. Moment, ich könnte mal ganz kurz was bei der Farm machen. Wollen wir mal die Farm kurz abfahren? Ich bin gerade nicht da. Achso, ich habe einen Werwolf hier. Ja, bei Tag sind die harmlos, aber ich kill den jetzt trotzdem. Hat er gerade Stop It gesagt? Lol. Ich höre eine Spinne. Achso, ja, der alte Mann sagt die ganze Zeit sowas. Ja. Er brüllt irgendwie die ganze Zeit so wegen stop it, please, oder so. Ich hab das nicht genau verstanden. Dann fahre ich mal ganz kurz die Felder ab, ne? Hier ist so ein Treibsand, kann man das abbauen? Ich hab keine Ahnung. Aber sei vorsichtig, ne? Da könnte man gute Fallen bauen. Ich hab jetzt irgendwie sowas schick wie Wogon suffocated in the wall, oder so. Wird schon hoffentlich nicht passieren. Ich hoffe auch nicht. Ich finde keine Hexical-Sachen, leider. Ah, schade, aber wir haben, glaube ich, auch... Es sind, glaube ich, auch schon ein paar relativ viele abgefahren worden. Wird es schon wieder Nacht? Nee. Aber ich will gleich auch meine Folge beenden, denn ich bin gleich wieder bei... Ich glaube, ich bin bei 25 Minuten sogar schon. Ja, so ungefähr. 27. 25, 26. Ich bin bei 27. Ja. Dann mache ich jetzt noch ganz kurz hier das Kartoffelfeld zu Ende. Dann musst du gleich den Rest vielleicht nochmal abfahren. Ja. Aber auf jeden Fall ist schon noch relativ gut gelaufen dann heute die Folge. Wir haben unseren einen Krieger endlich wieder. Huhu. Ja. Und wie wir es mit der Quest handhaben, weiß ich nicht. Ob wir dann morgen zu viel. Was war jetzt die Quest? Wir müssen hinten zu dem Berg, der hinter unserer Stadt ist. Und dort braucht du irgendwas unsere Hilfe. Okay. Was genau, weiß ich auch nicht. Aber es scheint wohl dringend zu sein. Und ich weiß halt nicht, ob wir es jetzt morgen machen. Wenn, kannst du morgen? Morgen? Ja, morgen eine Folge? Ich glaube schon, ja. Okay, wenn es den Inferno dann auch kann, dann wären wir immerhin zu viert. Problematik ist halt, ich würde es eigentlich lieber mit allen machen, aber wenn es sich echt nicht vermeiden lässt, dann würde ich die mit euch dreien machen und dann erzählen wir eben Konrad danach, was los ist. Ja. Okay. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück, ne? Ja. Ich jetzt mich nicht mehr hier. Gut, dann war es das von meiner Seite aus. Schauen wir mit dieser Folge von City War Beyond. Falls ihr die letzten paar Minuten noch mitverfolgen wollt, dann würde ich euch empfehlen, mal im Wogon reinzuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und tschüssi.